Hallo, lieber Löwe, und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung, deiner Tarot-Monatslegung für den Januar 2024. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot, und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und wir schauen hier wie immer in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden. Beginnen im Osten mit dem Luftelement, mit den Schwertern und schauen uns hier erstmal die Ebene der mentalen Energie, die Ebene des Denkens für den Löwen an. Der Bube der Münzen. Ja, der bringt hier Wachstumsimpulse auf der materiellen Ebene. Der verbindet dich aber hier auch gleichzeitig mit der Sonnenenergie, mit der kreativen Energie. Wir schauen mal weiter. Wir haben hier die vier der Stäbe, die glückliche Vollendung und Weiterentwicklung. Ja, es geht also eine Stufe höher. Und den Buben der Schwerter. Also was ich hier sehen kann, ist, dass es um einen Wachstumsprozess geht, der in deinen Gedanken ist. Ja, also einerseits geht es darum, dass sich die Dinge noch entwickeln. Andererseits geht es darum, dass sie sich eben stetig weiterentwickeln und quasi immer ja, sich immer höher entwickeln, immer weiterentwickeln. Wir sehen hier auf der Vier der Stäbe ja immer eine Hochzeit. Und eine Hochzeit ist eine Weiterentwicklung einer Beziehung. Ja, man beendet sein Junggesellendasein, man feiert, man geht auf einer höheren Ebene weiter. Und so geht es eben in deinem Leben darum, dass sich die Dinge stetig weiterentwickeln, aber schon so in der Fahrlinie, in der du gerade bist. Und das ist eben etwas, das kann dich geistig schon auch beschäftigen, ja. Und dabei geht es eben um geistige Impulse, die du gerne auf der materiellen Ebene umsetzen willst. Also um diese zwei Bereiche. Und wir legen jetzt gleich die weiteren Karten aus. Schauen zunächst in den Süden, in das Feuerelement, in die Stäbe, in die Energien der Ideen, Wünsche und Impulse für den Löwe. Ja, also hier kommt eine Energie zu dir, die du aufsaugst wie ein Schwamm, die du auch schon lange gebraucht hast. Ja, also man könnte hier quasi sagen, dein Durst wird gelöscht. Dein Durst wird gelöscht. Ja, als ob die Energien dir auf einmal etwas bringen, was du schon lange vermisst hast. Ja, noch nicht mal nur vermisst hast. Also ich kriege hier eher so das Bild von jemandem, der verdurstet und hier endlich seinen Krug mit Wasser bekommt. Wir haben hier die 10 der Kelche. Ja, einfach so die Erfüllung auf allen Ebenen. Und die 9 der Stäbe. Ja, also du bekommst die Unterstützung des Universums bei der Erfüllung deiner Wünsche auf allen Ebenen. Ja, und es mag sein, dass es eben genau das ist, was dir sehr, sehr lange gefehlt hat. Also ich weiß, dass die Energien für den Löwen in den letzten Jahren auch durchaus schwierig gewesen sind. Und hier kommt wirklich Wasser auf die Mühlen. Ja, als ob der Teil von dir, der irgendwo schon fast so wie vertrocknet ist, endlich mit Wasser genährt wird und endlich hier aufblühen kann. Und wir schauen weiter in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche, in den Bereich der Gefühle für den Löwe. Ja, wir haben hier den Tod. Und das bedeutet einfach, dass du etwas zurücklässt. Ja, du machst dich auf, um etwas zurückzulassen. Und das, was du zurücklässt, das ist einfach dein Durst. Kannst möglicherweise auch eine Enttäuschung zurücklassen. Ja. Das ist einfach so der Schmerz darüber, dass die Dinge nicht klappen, darüber, dass die Dinge nicht kommen, aber sie kommen jetzt und sie nähern dich.
Wir haben hier den Hohepriester, ja, das ist auch eine sehr lehrreiche Lektion für dich, wie auch immer sich das in deinem persönlichen Leben ausdrücken mag. Wir schauen uns jetzt direkt noch den Bereich der Erde und der Münze im Norden an. Und da geht es um den materiellen Bereich des Löwen. Wir haben hier den Buben der Stäbe. Das sind die neuen Impulse, die hier zu dir kommen, auch das, was hier eben liegt. Also der Beginn der Umsetzung der kreativen Impulse auf der materiellen Ebene. Die materielle Ebene ist ja immer das, was wir sehen und anfassen können. Wir haben hier auch nochmal die neun der Stäbe. Ja, und da sagt das Universum ja schon, du bist stark, du bist ein starker, stolzer Löwe. Aber mit unserem Rückenwind gelingt dir das alles noch viel besser. Und dieser Rückenwind ist eben das Wasser auf deine Mühlen, ja, das, was deinen Durst löscht. Und ja, der Titel dieses Videos wird auch sein, dein Durst wird gelöscht. Das ist das, was ich immer wieder bekomme, weil das ist nicht nur irgendein Mangel, das ist nicht nur irgendein Schmerz. Ja, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, wirklich durstig zu sein, dann versteht man mehr noch die Energie, was hier reinkommt. Ja, das ist viel drastischer als nur ein bisschen Rückenwind. Das ist einfach, als ob dir die Energie zu wachsen gefehlt hätte und das kommt jetzt wieder, weil ohne Wasser und ohne Sonnenlicht ist kein Wachstum möglich. Ja, und das kommt jetzt hier auf vielfachen Wegen zu dir zurück. Und es geht hier in eine neue Zeit. Ja, und dieser Durst, der gelöscht wird, es kann sein, dass dir das so das Gefühl gibt, als ob du von den Toten auferstehst. Das kann auch diese Karte hier bedeuten, ja. Als ob dich etwas, ja, als ob dich etwas aufweckt, tief in dir aufweckt. Und es geht hier auf jeden Fall in eine sehr positive Weiterentwicklung, einfach dadurch, dass dieses Wasser wieder da ist, der Durst wird gestillt und dadurch ist das Wachstum auch wieder möglich. Denn wenn wir kein Wasser trinken können, wenn wir keine Flüssigkeit haben mit Flüssigkeitsmangel, ja, da funktioniert dann auch unser Gehirn nicht mehr. Und von dem her kommt hier so eine Erneuerung und Vitalisierung auf vielen verschiedenen Ebenen zu dir. Ein neuer romantischer Zyklus beginnt, ja, und das bedeutet, dass du dich von ganzem Herzen zum Jahresbeginn nochmal neu in dein Leben verlieben darfst. Ja, lieber Löwe, soweit deine Tarot-Kartenlegung für den Januar. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar, darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.